Hey meine Freunde und willkommen zu einem nicht 1700 Abonnenten-Special. Und zwar warum nicht? Weil ich gerade etwas gesehen habe, was mir in gewissermaßen nochmal das Herz bis in die Füße sacken ließ. Es war, der erste Schock, den ich ja jemals hatte, war dieses wunderschöne, wirklich unglaublich nötige YouTube-Design. Und jetzt kommt YouTube. YouTube setzt da nochmal einen drauf. Ihr kennt's ja alle, ne? Hier mein doch schon ziemlich awesomenes Background-Ding hier von YouTube, was mir der werte Aspect-Arts, beziehungsweise wie auch immer gerade heißt, mir fällt der Name gerade nicht ein, gemacht hat. Und dann kommt es. Ich sehe zum ersten Mal das Beispiel, wie die neuen YouTube-Channel-Layouts aussehen sollen. Gewöhnt euch schon mal dran. Das, was ihr hier seht, sieht bald so aus. Und in diesem Moment, da fragt man sich nur, what the heck are you doing, YouTube? Ernsthaft, also, gut, im ersten Moment mögen vielleicht einige von euch sagen, hä, ist doch ganz hübsch. Aber man sieht hier, sie hat 1,3 Millionen Abonnenten. Fällt nicht sofort auf, ich meine, könnte ja auch ein Mensch sein wie jeder andere, weil hier, wenn man das hier nicht sieht mit den 36.000 Videoaufrufen, könnte man denken, ist ein Channel wie jeder andere, weil der Banner ist weg. Den normalen Banner, den man hat, hier oben ist nur noch so ein weißes Feld. Ich weiß nicht, ob man überhaupt Bilder einfügen kann. Hier kann man dann raufklicken und hier und so ein Haufen verwirrendes Zeug. Aber alles ist nur noch schlicht weiß. Ne. Soll man sich bald die Background-Funktion kaufen oder was? Also nein, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber diskutiert am besten mal in den Kanalkommentaren, wie ihr das neue Channel-Layout-System findet. Sie hat hier ja geschrieben, New YouTube Layout Preview. Und YouTube, das kann es nicht ernsthaft sein. Wenn Channel demnächst wirklich so aussehen, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Musik ist gerade scheiße laut geworden und das ist mir auch scheißegal. Und zwar aus einem ganz plausiblen Grund. Dich, YouTube.